Der stumme Infarkt macht immerhin 20% aller Fälle aus, wobei die Beobachtung ergibt, dass ein stummer Infarkt meistens bei Diabetikern, bei Patienten mit einem Diabetes mellitus anzutreffen ist. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich beim Patienten überprüfe, ob der Pulsschlag und die Atmung noch gegeben sind, das heißt, ob sie noch spontan vorhanden sind. In diesem Falle ist es so. Als nächstes verbringe ich den Patienten in die sogenannte Herzlage. Dazu nehme ich kurz Kontakt mit ihm auf, frage, ob Herzschmerzen vorliegen. Okay, der Patient bestätigt mir das. Und dann bitte ich ihn, sich hinzusetzen, bitte. Die sogenannte Herzlage, die ist deshalb nötig, damit die Vorlast am Herzen gesenkt wird. Und dann beruhige ich den Patienten. Es gibt zwei weitere Notfallmaßnahmen, die in jedem, aber auch wirklich in jedem Falle angebracht sein können. Das sind erstens eine Sauerstoffzufuhr mit einem Minutendurchfluss von 4 bis 6 Litern pro Minute. Und das Zweite, was immer nötig sein kann, ist, so schnell wie möglich einen intravenösen Zugang zu legen. Die erste und mit Abstand gefährlichste Komplikation sind die sogenannten Herzrhythmusstörungen. Wenn Menschen an einem Herzinfarkt sterben, sterben sie in den meisten Fällen an Herzrhythmusstörungen, auf die wir später noch genauer eingehen werden. Dann haben wir als nächste Komplikation die Herzinsuffizienz. Das heißt, das Herz kann eine adäquate und bedarfsentsprechende Arbeit nicht mehr leisten. Schließlich der kardiogene Schock, das Herz bricht in seiner Körperversorgung vollständig zusammen. Dann haben wir das Herzaneurysma und die Herzruptur. Bei einem Aneurysma handelt es sich um eine Ausbeulung eines Gefäßes auch, aber in diesem Falle eine Ausbeulung der Herzwand. Und die Herzwandruptur, das ist der Riss in der Herzwand. Und die letzte Komplikation, das ist der Reinfarkt, das heißt das Auftreten eines zweiten, weiteren oder erneuten Infarktes. Bei einer Herzinsuffizienz handelt es sich wie bei allen Organinsuffizienzen um die Unfähigkeit des Organs, eine bedarfsgerechte Leistung zu erbringen. Das ist in Bezug auf die Herzinsuffizienz besonders interessant. Das bedeutet nämlich, das Herz ist bei Belastung nicht mehr in der Lage, den Körper ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Wir unterscheiden drei Arten einer Herzinsuffizienz. Das ist einmal die Linksherzinsuffizienz, zum anderen die Rechtsherzinsuffizienz und zum dritten die globale Insuffizienz. Wenn der Verdacht auf eine Herzinsuffizienz vorliegt, sollten wir zunächst einmal mit der Anamnese beginnen. Wir fragen den Patienten nach den typischen Stauungssymptomen. Bei der Linksinsuffizienz haben wir die Stauung in die Atemwege. Das bedeutet in erster Linie, der Patient weist Dyspnoe-Symptome auf, in der Reihenfolge Belastungsdyspnoe, Ruhedyspnoe und die höchste Atemnot, die Orthopnoe. Während der Patient mit der Rechtsherzinsuffizienz oder Rechtsinsuffizienz in erster Linie venöse Stauungen hat, das heißt, wir haben Einflussstauungen in den Halsvenen beispielsweise oder, was ganz besonders typisch ist, ganz kurz gesagt, abends dicke Beine. Das heißt, der Patient hat abends das Gefühl, dass seine Schuhe zu eng geworden sind oder die Haut, das Gewebe, schoppt sich über den Schuhrand hinaus. Die Stauungen können darüber hinaus im ganzen unteren Bereich des Körpers auftreten, Unterschenkelödeme, Beinödeme, eventuell sogar Unterleibsödeme. Bei der Linksherzinsuffizienz haben wir die Symptome des Lungenödems, das heißt, wir hören bei einer Auskultation der Lunge Rasselgeräusche und der Patient wird Zyanose-Symptome aufweisen. Bei der Rechtsherzinsuffizienz kann es zum Stau in die Organe vor dem rechten Herzen kommen, das heißt Leberstauung, Milzstauung, zusammen nennen wir das Hepatosplenomegalie oder sogar in schlimmen Fällen
der Aszites. Überlegen Sie, bei einer Herzinsuffizienz ist das Herz nicht mehr in der Lage, das Blut weiter zu transportieren. Wenn das linke Herz das Blut nicht mehr weiter transportieren kann, dann gibt es einen Stau. Wenn Sie jetzt überlegen, woher kommt das Blut, bevor es in das linke Herz einströmt, ganz klar, aus der Lunge. Das heißt, bei der Linksherzinsuffizienz gibt es den Stau in die Lunge zurück. Bei der Rechtsherzinsuffizienz staut sich das Blut vor dem rechten Herzen, der Name sagt es. Und woher kommt das Blut, bevor es in das rechte Herz einströmt? Aus dem Körperkreislauf. Bei der Rechtsherzinsuffizienz sind also im Vordergrund die Symptome der Stauung in die Peripherie zu erwarten. Es gibt ein ganz signifikantes Symptom, das können Sie auf der Straße täglich sehen. Schauen Sie nur einmal bei älteren Menschen auf die Beine, da werden Sie sehen, sie wackeln vor Ihnen die Straße lang und Sie sehen, wie die Beine, die Unterschenkel, die Knöchel, vielleicht auch nur die Füße gestaut, aufgequollen, ödematös verquollen sind. Und das ist ein typisches Zeichen einer Rechtsherzinsuffizienz. Bei einer Linksherzinsuffizienz, sagte ich, haben wir den Stau vor dem linken Herzen in die Lunge zurück. Wenn sich Blut in die Lunge staut, was meinen Sie, wird passieren? Das Blut staut sich in die Lunge zurück, es kommt zum Austritt von Serum in die Atemwege, beispielsweise in die Alveolen oder in den perialveolären Raum. Und die Patienten entwickeln ein Lungenödem und das Symptom, das aus diesem Lungenödem resultiert, ist, ganz klar, die Dyspnoe. Diese Dyspnoe, die Schwierigkeiten bei der Atmung, zeigen sich bei der Linksherzinsuffizienz mit zunehmender Intensität. Das bedeutet, zunächst einmal ist die Dyspnoe nur bei Belastung zu beobachten, Belastungsdyspnoe. Dann verschlimmern sich die Symptome, es kommt zur Ruhedyspnoe, das heißt, die Patienten brodeln auf der Lunge letzten Endes sogar auch in Ruhe und am Ende steht die Orthopnoe, die höchste Atemnot. Das sind die Patienten, die nur noch mit 2, 3 oder noch mehr Kissen im Rücken schlafen können, denn sobald sie sich hinlegen, man muss es mal ganz brutal sagen, saufen sie innerlich ab. Nun, warum sollten Sie den Unterschied überhaupt erklären müssen? Aus einem einfachen Grunde. In beiden Fällen handelt es sich um ein Krankheitsbild mit den Symptomen.